Grüß euch, Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shatner Talk. Heute tatsächlich früh in den Morgenstunden, zumindest für einen Durchschnitts-World of Warcraft-Spieler. Um 10.24 Uhr haben wir es gerade. Wenn ihr das gerade hört, hat die Erweiterung Dragonflight bereits begonnen. Seit ein paar Tagen. Ich hoffe, ihr seid am Spielen. Ich hoffe, es geht euch gut. Aber habt trotzdem noch Zeit, vielleicht nebenbei ein wenig von mir und meinem neuen Gast heute zu hören. Habt nämlich wieder jemanden dabei, der die nächste Stunde mit mir über dies, das, Ananas und World of Warcraft reden möchte. Herzlich willkommen, Zeltas Gaming. Hallo, ich bin da. Der liebe Marc ist heute da, ein Content Creator, der sehr schöne, kurze, prägnante, hochqualitative Videos zu World of Warcraft bereits gemacht hat. Jetzt gerade, wenn wir aufnehmen, ein bisschen Pause hat. Ich habe ihn schon vor der Aufnahme ein bisschen getadelt. Mm-hmm. Aber für diejenigen, die dich kennen, stell dich doch mal vor. Oh, ich bin Zeltas oder Marc. Ne? Ich hänge die meiste Zeit auf YouTube rum, mache da Videos so über Themen rund um WoW, wer hätte es gedacht, ne? Auf dem Channel hier. Weiß nicht, Gold Guides mache ich. Ich mache News-Videos, Meinungsvideos, so alles rund um WoW, Blizzard, alles so in die Richtung. Ja, das mache ich jetzt schon seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren. Und seit 3, 4 Jahren? Ja, ja. Oh, guck mal. Ja, das ist mit Goldmaking angefangen. Also, und dann irgendwann bin ich so ein bisschen so die News-Richtung abgedriftet. Und dann immer so ein paar Meinungsvideos. Eine gute Mischung, ne? Also, so ein Ding. Also gehst du da eher so, ich weiß gar nicht, ob man das einfach mal so öffentlich fragen kann, aber gehst du da eher so algorithmisch vor, so von wegen so, ey, da sehe ich jetzt was, das bringt jetzt mal in so einem, weiß nicht, 3 Stunden Arbeit für Aufnahme und Schnitt mal, das bringt jetzt die Views, oder gehst du wirklich so, ah, ey, darauf habe ich jetzt Bock? Ich muss auch, wenn meine Videos es manchmal anders vielleicht deuten lassen, ich gehe meistens nicht nach Views, sondern eher, ich gucke mir die Themen an, die vielleicht gerade aktuell sind, und wenn ich sage, ey, ich habe da jetzt einfach mal Bock, meine Meinung drüber zu sagen, oder es gibt, weiß nicht, Themen in WoW, irgendwelche krassen Goldmaking-Spots oder sowas, wo ich denke, ey, da muss ich einfach mal drüber schnacken, dann mache ich so Videos drüber. Aber ich meine, die Leute interpretieren das ja dann immer gerne als, ja, du willst doch nur die Views oder so. Aber ich mache tatsächlich WoW-Videos, weil ich das gerne mache, nicht wegen den Views, und weil ich manche Themen einfach geil finde. Und ja. Ich finde aber, das merkt man auch. Das Ding ist, also ich habe, wir haben schon uns vorher natürlich ein bisschen warm geschnackt. Das ist tatsächlich der erste Tag jemals, dass wir beide miteinander sprechen. Krass eigentlich. Das ist, ja, aber wir haben uns schon richtig lieb gewonnen, wir beide. Ja. Und auf jeden Fall haben wir schon darüber geredet. Ich habe vorher auch schon einen Channel, und da war das Hauptthema zum Schluss zumindest Hearthstone, okay? Und das Problem an der ganzen Sache ist, wenn du so ein Casual-YouTuber oder Hobby-YouTuber bist und du hast jetzt nicht irgendwie unmittelbaren Kontakt zu Blizzard und so weiter, ja, Alter, natürlich bekommst du verschiedene Informationen, auch in Hearthstone, über zum Beispiel neu releasede Karten später als die anderen. Jetzt möchtest du aber trotzdem, wie du zum Beispiel, Guides machen zu dem, was jetzt gerade so erscheinen wird oder was du so rausgefunden hast. Und aber natürlich ist da, keine Ahnung, YouTuber XY schneller als du. Und dann kam auch damals bei mir der Tadel von wegen, ja, war das denn jetzt noch nötig, was weiß ich. Ich habe mich da teilweise 4 Uhr nachts hingesetzt, um es irgendwie so schnell wie möglich rauszurattern, was da gerade bekannt gegeben wurde, um meine Meinung kundzutun. Und trotzdem, ne, ist dann halt natürlich YouTuber XY, der natürlich 3 Cutter noch für sich arbeiten hat, schneller. Ja, klar, keine Frage. Das beste Beispiel für sowas ist bei mir immer BlizzCon, oder da, wo jetzt die BlizzCon damals noch stattgefunden hat, weil da werden dann die richtig geilen Themen rausgehauen, die richtig geilen News. Und ich weiß, einmal, da habe ich dann, glaube ich, dann hat die BlizzCon stattgefunden, so die WoW-Panels waren durch und so, und ich habe irgendwie um 11 Uhr nachts oder um 0 Uhr nachts angefangen mit meinen Videos und dann irgendwie 3 Stück hintereinander gecuttet, so. Ich saß auch, glaube ich, bis 3 oder 4 Uhr morgens, irgendwie sowas, ich glaube sogar noch länger, weil wenn du erst wirklich so
reaktionär so die News bekommst, dann ist es immer so zeitversetzt und dann muss man noch doppelt vor allem so reinhasseln, um das zu machen. Ja, richtig. Ja. Ja. Es ist anstrengend. Es war auch mit einer der Gründe, weswegen ich damals auch meinen ehemaligen Channel, die Aufregers, Grüße gehen raus, auch gelassen habe, weil das hat mir tatsächlich den Spaß am YouTube genommen. Einfach dieses mega reinhasseln und dann bist du doch nicht Erster oder sonst irgendwas. Also verstehst du, ja. Die Ambition dahinter hat sich komplett verschoben und es ging dann wirklich dann irgendwann nur noch darum, Erster zu sein und die meisten Klicks zu generieren und was weiß ich was. Und dann warst du halt auch enttäuscht, ne? Wenn du sagst, ey, wofür habe ich mir jetzt die Nacht um die Ohren gehauen für die fucking 300 Views, was da ging. Ja, genau. Das war frustrierend. Am Schluss war es nur noch frustrierend und dann habe ich irgendwie fast 1,5 Jahre gebraucht, um zu merken, ey, das Spiel macht mir gar keinen Spaß mehr. Aber wirklich gar nicht mehr. Ja. Na, irgendwann hast du es nur noch aus Routine und aus Pflichtbewusstsein gemacht, weil du hast ja schon ein paar Leutchens gehabt. Also ja, YouTube wurde ein verkehrtes Spiel und deswegen, Freunde, das ist der Grund. Ne? Das ist einer der Gründe, weswegen ich sage, hey, wir machen das jetzt so wie Blizzard Oldschool auf diesem Kanal. Es dauert so lang, wie es nun mal dauert und ich nehme mir die Zeit und wenn ich sage, ich mache mal eine Woche lang nichts, weil ich jetzt eine Pause brauche davon, dann nehme ich die. Ne? Und das, ja, kann ich verstehen. Das muss ich meinen, das war jetzt ein sehr falsch klingender Tadel. Tatsächlich, auch wenn wenig, aber es war Kritik am Kanal bisher da, aber das tatsächlich nicht. Kein einziger hat sich jemals beschwert, dass zu wenig Videos kommen, obwohl ich teilweise wirklich 3, 4, 5 Wochen Pause hatte und nichts kam. Ja, das Ding bei dir ist, finde ich halt auch einfach, dass bei den Videos stimmt halt einfach dann so die Qualität. So, das ist einfach, du haust dann da, weiß ich nicht, dann so 20, 30 Minuten Geschichte raus im Prinzip oder Stories, Lore, Hörbücher. Ja, und da haben wir ja schon einmal kurz drüber geschnackt, die sind halt richtig geil gecuttet. So, das liebe ich ja. Ja. Das ist ja bei meinen Videos dann genauso. Ich schneide dann alle Atme raus und keine Ahnung was, weil ich kann das auch vielleicht an alle Fellow YouTube Content Creators oder so, ich kann es einfach nicht hören, wenn man sich dann so selbst so in den Videos räuspern hört, atmen hört und so. Da, und das finde ich halt voll geil an deinen Videos einfach, dass da so die Quality stimmt und sowas. Mega. An alle Fellow-YouTuber da draußen. Jetzt hört mal auf hier, dauernd dem Zelda ins Ohr zu atmen hier, ja? Genau. Und fliegt da mal ganz schön aus der Aboliste raus. Ja, das war so ein schon mal ein kleines Lob an die Community an der Stelle. Also da, ich habe echt gedacht so, boah, da YouTube Deutschland oder tatsächlich YouTube jetzt gerade mit diesem ganzen TikTok und das, ihr jungen Hasen, ey, das gab es zu meiner Zeit gar nicht. Ja. Also ihr habt ja so noch so eine Aufmerksamkeitsspanne von 10 Sekunden und dann, oh was, der Content Creator bringt seit 3 Tagen nichts, okay, wahrscheinlich tot, ne? Also auf die Art und Weise. Aber das ist ja das Gute an World of Warcraft, das muss man auch nochmal sagen, im Gegensatz zu früher, wo ich diverses Gaming gemacht habe, mit Schwerpunkt auf Hearthstone, ja. Der Zuschauerkreis von World of Warcraft ist eben im Durchschnitt 36, 37 Jahre. Ja, ne? Das sehe also, ich auch bei meinen Analytics, ja. Sie sehen halt, also ihr, Freunde, ihr seid halt einfach alte Menschen. Und das ist nicht schlimm, wir beide haben auch schon die 3 vor der Alterszahl, also das ist der Lauf der Welt. Aber man merkt halt einfach, wir sind ein Stück weit erwachsener als durchschnittliche Fortnite-Spieler. Und deswegen, ich denke, da bleiben wir doch vor. Auch wenn der ein oder andere von uns vielleicht manchmal erzählt, ich weiß nicht, ich habe ja mit dir drüber gesprochen, auch mit chromi.de drüber gesprochen. Also teilweise kommt ja trotzdem der ein oder andere, der da meint, mal kurz mal einen rauszuhauen in den Kommentaren. Aber ich glaube, das ist bei diversen Spielen doch ein bisschen schlimmer. Gerade bei League of Legends oder so. Ja. Ach, scheiße. Ja, also LOL und sowas. Ich glaube, wenn man darüber Videos machen würde, da wäre man komplett verloren. Also. Ja, was für Platin-Liga, Junge. Grandmaster. Bronze Play hier. Natürlich farmst du die alle ab, wenn du 5-0 stehst. Oh. Wobei mittlerweile ist es ja Eisenplay, ne? Es gibt ja jetzt die Eisenliga und so schon seit ein paar Seasons.
Ja, das habe ich sogar noch mitbekommen. Ich dachte, oh Gott, ich bin Bronze 5. Ah, es gibt noch eine Liga unter mir. Nice. Gerade so. Eisenliga, weißt du? Also, ja, dann nix kommt Holzliga. Das habe ich mir auch gedacht. Anstatt dass du, keine Ahnung, nimm doch einfach irgendein hochwertiges Material und oder irgendwas anderes und setzt es dazwischen. Und nee, da hat sich natürlich Riot Games gesagt, Freunde, wir müssen das Ranking jetzt mal verändern. Wir brauchen noch mehr Luft nach unten, okay? Oh. Ja, so ist das. Marc. Ja. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Oh, schön, schön. Nämlich, die Zuschauer wissen es schon, die haben ja zumindest mal, die meisten von euch, die ersten drei, du bist Nummer 4 übrigens, du bist der vierte Gast. Yes, Top 10. Ja, es gab schon diverse Fragen zu World of Warcraft und alles drumherum und auch für dich gibt es Fragen, die ich jetzt einfach mal hier auf meinem ganz professionellen Zettel stehen habe, aka Word-Dokument. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, weil das bringt halt immer so schon das nächste Gesprächsthema ganz von alleine. Ist mal ganz witzig. Okay. Also Marc, du bist World of Warcraft Goldmaker vom Beruf, beziehungsweise gewesen, vielleicht noch Teilzeit, man weiß es nicht. Ja. Für was hast du auf einem Schlag viel zu viel Gold rausgeschmissen? Okay, oh Gott. Für die, die es vielleicht wissen oder vielleicht auch nicht, es gibt ein Goldmaker-Add-on, das nennt sich TSM, Trade Skill Master. Und das hat eine Funktion, mit der man im Prinzip, wenn man am Auktionshaus steht, Items, die für angeblich zu wenig Gold drin sind, rauszusnipern. So ist der Begriff dafür. Und ich habe dann mal gedacht, das Transmog-Item wird wahrscheinlich keinem was sagen. Es ist ein Transmog-Item gelistet worden, was historisch gesehen oft zu hoch reingestellt wurde. Also dann wurde zum Beispiel das mal für eine Million Gold oder so reingestellt und dann hat einer das für 100.000 Gold reingestellt und mein TSM hat gedacht... Oh nein, ich ahn's schon. Ja. Das hat nämlich gedacht, ey, das ist ja spottbillig vorgeschlagen. Ich sehe nur, okay, das ist für irgendwie 10% des Preises drin, ich kaufe das und dann schaue ich halt nach, was der reelle Preis dafür ist und ich sag's dir, das waren vielleicht 500 Gold oder sowas. Ich habe halt einfach dann für ein schrottiges Transmog-Item habe ich über 100.000 Gold hingeblättert. Verpufft. Ist es wenigstens schön? Nein, es war halt wirklich so diese... Spaten oder so. es war tatsächlich sogar wenigstens was man gesehen hat, keine Armschienen, sondern es war ein Gürtel. Aber Aha. Der war so richtig schöne Classic-Grafik, so schöne 240p Auflösung. Und Schmacko. Du konntest in die Tonne kloppen, war halt Müll und ich habe halt einfach dafür über 100.000 Gold rausgehauen und normalerweise würde ich mich als recht vorsichtigen Goldmaker sehen, aber da habe ich halt richtig reingekackt. Also das, ja. Krass. Ja, das passiert halt innerhalb von Sekunden, weil du bist halt durch dieses Add-on halt sehr darauf getrimmt, schnell darauf zu reagieren, was da angezeigt wird, weil natürlich, ich persönlich spiele vor allem auf Retail auf dem Server Frall und da sind natürlich hunderte Leute, die mit dem Add-on am Auktionshaus stehen und du musst halt der Schnellste sein. Das heißt, wenn du die blöde Prozentzahl siehst, dann reagierst du normalerweise schon und drückst da dein Kaufen-Makro. Und dann ist es halt passiert. Und ja. Also das hat auch ein Kumpel von mir schon länger gemacht. Also kann man sich das so vorstellen, ihr steht wirklich im Auktionshaus und schaut. Also habt ihr einfach nur ein Add-on oder scansniped ihr auch einfach, keine Ahnung, Hotfixes, Patches oder sonst was, so von wegen, guck mal, da kommt irgendein neues Trinket, nicht Trinket, da kommt irgendeine neue Flask raus oder irgendwas, das werden Alchis brauchen, das heißt also der Preis von dem und dem Kraut geht jetzt wahrscheinlich hoch oder, also könnt ihr richtige Marktanalysen stellen oder habt ihr einfach nur Add-on an und dann steht dann das da war ein Dulli da, der hat das zu billig reingestellt, kauft das mal.
Also grob runtergebrochen ist es wirklich der doofe Dulli, der das für billig reinstellt. Aber dahinter ist halt im Prinzip ein Add-on, das super tief ins Detail geht. Das musst du halt im Prinzip mit so einem gewissen String an Code füttern, der halt, und das hört sich natürlich jetzt nicht so super spannend an, aber im Prinzip, der gibt halt vor, nach welchen Kriterien das Auktionshaus gescannt wird. Und dann werden dann so Sachen wie historische Preise angeglichen mit den aktuellen Preisen, dann so Durchschnittsverkaufspreise und sowas. Und daraus wird dann halt im Prinzip ein prozentuales Verhältnis ausgerechnet zu dem, also wie das Item halt gerade reingestellt wurde. Und dann ist es halt entweder für zu teuer, es ist halt so, wie es sonst auch immer verkauft wird, oder es ist halt für zu billig drin. Und dann kannst du halt diese Sniper-Funktion von dem Add-on benutzen, dass halt du stehst halt im Auktionshaus und das Add-on läuft die ganze Zeit und scannt halt immer die neuesten Einträge. Und sobald was eingestellt wird, was für zu billig drin ist, jetzt zum Beispiel, ich habe es eingestellt, glaube ich, für, ich glaube, 50% des normalen Marktpreises, da zeigt es dir an und dann kannst du es kaufen. Okay. So. Okay. Und runtergebrochen ist es einfach, du stehst da, scannst das Auktionshaus und hoffst, dass einer nicht den eigentlichen Preis vom Item kennt und dann schlägst du zu. Klingt assi, aber ey, ja gut, ich meine, aber so, das ist halt Wirtschaft, ne? So funktioniert das halt, Freunde. Genau, das ist Kapitalismus. Kapitalismus ist zauberhaft, das wollt ihr alle. Nein, aber ich finde das spannend. Ich habe das mal, ich will nicht sagen, also zu meiner aktivsten Zeit jetzt in Shadowlands, zumindest in Patch 9.0 bis 9.05, dann war der Lockdown vorbei. Aber ja, da habe ich mein hauptsächliches Gold aus Schattensteinen gemacht oder Shadestones. Das waren für einen Alchemisten. Da musstest du erstmal in Revendreth irgendwie Ruf farmen bei so einer Kack-Fraktion. Das war unheimlich scheiße. Also es hat gar keinen Spaß gemacht. Es war irgendwo oben rechts bei den Hallen der Sünen und da musstest du solche komischen, ich glaube, musstest du Sündenfragmente farmen? Ich glaube ja. Und ich weiß es im Detail gar nicht mehr, was du machen musstest. Auf jeden Fall, du musstest ganz, 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 ganz oft Sündenstein. Stimmt, du hast da gab es irgendwelche komischen grünen oder blauen Mobs, die haben Sündensteine fallen lassen für bestimmte andere Mobs. Und je nachdem, ob sie grün, blau oder lila waren, haben sie Ruf gebracht. Oh und Gott. Es waren halt wirklich so 10, 15 oder 20 Ruf. Und wie viel hast du gebraucht? 4000 so, ne? Also, Alter. Ich saß, glaube ich, wirklich 5 Nächte mit einer Gruppe. Also man konnte wirklich dafür Gruppen anmelden. Das haben andere auch gemacht. Mhm. Nur um diesen Shadestone herzustellen. Und zwar einen pro Tag. Okay. Zwei von denen haben dir den Kessel gebracht, ne? Dass dein ganzer Raid halt sich Flask aus dem Kessel nimmt. So, das heißt also, Gilden haben das eine Zeit lang gefeiert ohne Ende. Naja, klar, klar. Und ich war einer der einzigen auf dem Server am Anfang, die das konnten, okay? Und das war ganz, ganz krass. Da habe ich einen Shadestone, glaube ich, für 10.000 verkauft am Anfang. Sowas bringt dann Gold. Das bringt Gold. Und dann hat sich das irgendwann verwässert. Immer mehr hatten diesen Ruf und weniger Leute haben gespielt, ganz klar, nach 2-3 Monaten. Und dann waren es irgendwie so im Durchschnitt 5.000 Gold, okay? Und dann habe ich die Krise bekommen. Kennst du das, wenn du sagst, okay, also du farmst, ich weiß ja nicht, ob du nur Auktionshaus spielst, sondern auch mal farmst, aber du stellst was rein und siehst halt einfach, okay, da ist irgendein anderer Dude, da will mir mal richtig mal gegen die Beine und stellt das nicht für 5.000, so 4.800 rein, sondern er stellt es halt einfach für 2.000 rein. Naja, das kenne ich so gut. Sag, bist du, und dann kommt der Nächste und stellt es für 1.000 rein, so. Sag, was seid ihr eigentlich alle dumm? Ja, das kenne ich zu gut. Aber weißt du, was du machen musst? Aufkaufen. Hm. Wenn du den eigentlichen Preis kennst, immer den ganzen niedrigeren Kram aufkaufen und dann für deinen Preis reinstellen. Und genau das habe ich nämlich auch gemacht. Das habe ich gemacht. Und da kommt auch schon meine Version von zu viel Gold rausgeschmissen. Ich habe tatsächlich auf einen Schlag, ich glaube, 360.000 für Shadestones ausgegeben. Boah. Und ich habe WoW-Marke, ne? Und die, ja, richtig. Und diese 360.000 habe ich, glaube ich, ich habe 200 wiederbekommen. Oh. Alles andere, weil ab da der Scheißpreis so schnell gefallen ist. Ja. Ja, das ist das Problem. Da muss man halt immer so gucken.
Aber das sind Erfahrungen, die man machen muss, weil daraus lernt man dann zum Beispiel, dass du halt wirklich dann den Markt beobachten musst, wie die Trends sind und sowas. Und im Bestfall bist du dann, vor allem was so Goldmaking-News angeht, halt immer mit gerade dabei, damit du halt checkst, okay, gut, die haben vielleicht gerade einen Cooldown oder so aufgehoben, jetzt wird der Preis droppen oder so. Und dann passiert genau sowas. Aber das fühle ich, das ist mir auch schon passiert und das schmerzt dann immer, das schmerzt. Aber ganz ehrlich, also für dich so als Tipp für deine zukünftigen Projekte, wenn da Leute drauf Lust haben, jetzt biete ich doch einfach mal als WoW-Vermögensberater an, Mensch. Ja, wie geil wäre das denn? Hast du da so einen lustigen Talk hier und dann gibst du dem Guides, dann bist du hier so, hast du hier wie diese RTL raus aus den Schulden mäßig. Ja, oh mein Gott. Dann auch so ein schön, ach, das kann ich mir gut vorstellen. Ach, das finde ich lustig. Ja, nee, also. Marc Zwegert, also, ey. Was ist Zwegert? Kennst ist Zwegert ein Goblin? Zwegert, kennst du Peter Zwegert? Das ist der Typ, der halt im Prinzip dann bei den Leuten, die verschuldet waren, dann immer so diese Aufstellungen aufgeschrieben hat. Ja, genau. So. Okay, ihr macht gerade pro Tag minus 2000 Euro. Was habt ihr gemacht? Ja, genau. Nee, aber wenn Peter Zwegert im WoW wäre, was wäre er? Wäre er so ein Goblin oder was wäre er? Goblin natürlich. Alle, die sich mit Gold zu tun haben, die schimpfen sich meistens Goblins. Also mit Auktionshaus, Camper und so. Er wäre auf jeden Fall ein Goblin. Die guten alten Goblins. So, wir kommen zur nächsten Frage. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Hau raus. Wir brauchen gar keine große Überleitung. Es geht immer noch ums Gold. Was war denn auf der anderen Seite dein größtes Schnäppchen, was du jemals gemacht hast? Oh, da. Gleiche Funktion vom gleichen Add-on. Snipern okay, bei TSM. Also TSM, ne, im Auktionshaus sitzen, snipern. Das ist halt Hochs und Tiefs mit diesem Add-on. Wer es vielleicht weiß oder wer das Item kennt, die Glorious Leg Plates, die glorreichen Beinplatten. Die kenne ich sogar. Genau, die waren von, lass mich nicht lügen, ich glaube von WOD bis BFA. Das war das Transmog-Item. Da hat, glaube ich, eine Hose damals, und damals hatte man natürlich noch weniger Gold, locker, ich weiß nicht, 400.000 bis 500.000 Gold auf manchen Servern gekostet. Ne? Und damals, das waren mehrfache WoW-Tokens damals. Und ich weiß noch, ich habe mein Auktionshaus-Char in Shattrad. Und ich weiß noch, ich habe da rumgesessen, habe nebenbei so Streams geguckt. Plötzlich höre ich so das Geräusch, ne, wenn irgendwas zum Snipern auftaucht. Sehe ich Glorious Leg Plates gelistet für irgendwie 50 Gold. Was? Ja, und ich bin normalerweise immer der Langsamste, aber ich hab noch nie in meinem Leben so schnell zu meiner Maus gegriffen. Ich sag's dir. Ohne Scheiß. Das war so, wie so Jets, die halt so die Schallmauer durchbrechen. Dieses Geräusch war im Prinzip in dem Moment mit meiner Hand zur Maus. Also, da hat der Marc aber mal ganz schnell hier. Ohne Scheiß. Und ich hab die rausgekauft und ja. Aber irgendwann habe ich mir die dann auch verkauft und so, und das waren halt mehrere hunderttausend Euro, wollte ich schon sagen, Goldgewinn. Und das ist halt auch so eine, da geht einem Goldmeck einfach so das Herz auf. Und wenn man ein Good Guy ist, dann schreibt man normalerweise dann auch manchmal einfach die Person nochmal an und fragt so, hey, ich glaube, du hast das für zu billig reingestellt. Aber ich weiß nicht, ich kannte den Typen halt nicht. In dem Fall war ich es halt einfach nicht. Naja, genau, in dem Fall, ey, wenn es dann halt um. Das war ja auch zu der Zeit, wo ich halt noch armer Student war. Und wenn du so ein Item raussniperst, das sie einfach für 2-3 Monate WoW finanziert, sorry. Manchmal muss man ein bisschen Ego sein. Ich weiß, ist nicht die sozialste Sache, und das sind dann auch so Sachen, womit sich gerne Goldmaker ihren Ruf so kaputt machen, aber ey, meine Vermutung ist bis heute, ich glaube, das war einfach ein Typ, der hat gelevelt ein paar Greens gesammelt und wahrscheinlich einfach, der hat gesehen, dass Greens so auf dem Levelbereich, weiß ich nicht, für 100 oder 50 Gold reingestellt werden, hat es reingepackt und ja. Dann jeder, der sich halt mit dem Preis auskennt, der kauft sowas natürlich dann auf. Ne? Aber ganz ehrlich, wieso
also das höre ich jetzt, also du bist jetzt der erste Goldmaker, mit dem ich tatsächlich so persönlich spreche. Mhm. Und ich bin ja auch selbst immer wieder am Neuentdecken. Leute fragen mich ja immer so, ja, Badabum, kannst du auch Spieltipps geben oder irgendwas? Nee, gar nicht. Wirklich, ich bin absoluter Casual. Wie gesagt, Shadowlands ist das Einzige, was ich jemals aktiv, dafür sehr aktiv mit Mythisch Raiden und so weiter gespielt habe. Aber vorher habe ich gelevelt auf Endstufe, hab in WoD ein bisschen Ashra gespielt, das war's, okay? Also ich habe kaum Mounts, ich habe kaum Erfolge, ich habe kaum Titel, inzwischen habe ich jetzt 4-5 Twinks, das erste Mal, also auch seitdem erst der Shadowlands. Vorher hatte ich einen einzigen Charakter, der ist es, richtig, Shatner. Und das war's einfach, ne? Also Bum fragt nicht mich, deswegen frage ich dich jetzt, wieso haben Goldmaker so einen schlechten Ruf? Ich meine, letzten Endes, es hat doch jeder... Der eine spielt Pokémon mit Haustieren, der andere sammelt Mounts, der andere Titel, der andere Erfolge. Wieso darf man kein Gold sammeln? Ich glaube, das ist einfach so eine Schlussfolgerung aus so Sachen, die Leute durcheinander werfen. Ich glaube, ganz oft habe ich persönlich schon Leute angetroffen, die negativ gegenüber Goldmeckern waren, weil die dann zum Beispiel, weißt du, was Multiboxer sind? Ja, das sind doch die, die irgendwie 4-5 Accounts auf einmal laufen lassen. Und ja, dann so genau. Diese dreckigen Scheiß-Reisegestalt-Druiden in Hirschform. Genau. Die dann einfach alles, die dann so ein Kraut 5-mal farmen, jedes Mal. Ja, okay. Und die Leute... Die hasse ich aber auch. Ey, kann ich nachvollziehen. Mittlerweile ist es sogar... Brauchst du die gar nicht mehr hassen, weil das nicht mehr funktioniert tatsächlich. Aber das wissen zum Beispiel voll viele Leute auch nicht. Du musst halt dann im Prinzip, wenn ihr immer noch auf Leute trefft, die mit 5 Druiden rumlaufen, applaudiert den lieber, weil um nämlich damit dann ein Kraut zu ernten zum Beispiel, musst du durch alle seine Accounts tappen und bei allen Looten drücken, weil du nämlich das nicht mehr automatisieren kannst. Deswegen, das ist schon harte Arbeit, was die Jungs da machen. Aber auf jeden Fall, dieses ganze Multiboxen und sowas, was so manchmal sehr strange ist, vor allem wenn die Leute dann so mit 20 Chars rumlaufen und so, das kehren die Leute ganz oft dann so über einen Kamm mit allen anderen Goldmakern. So, ich persönlich, ich habe noch nie gemultiboxt, ich wüsste nicht, wie das geht, ich kenne das nur aus Erfahrungsberichten von anderen Goldmakern so. Ich habe persönlich immer nur mit einem Char gefarmt. Ich farm sehr gerne zum Beispiel, aber selbst ich, der eigentlich super das Casual eigentlich nur macht, wird dann angefeindet, vor allem dann auch bei YouTube und so, ist man dann natürlich auch ein Ziel für sowas. Warum ich denn, weiß ich nicht, Preise drücke und whatever und da wird halt super viel durcheinander geworfen, die Leute sind deswegen sehr negativ eingestellt. Ah, verstehe wegen, okay, nee. Ja, ich finde Multiboxer, das Ding ist so, wir haben halt ein riesen Bot-Problem gehabt, wie ich irgendwann mal mitbekommen habe, also ja. Da gibt es ja, oh Gott, ich glaube, so habe ich zu Asmongold Freunde, ich werfe euch mal ein Video in die Beschreibung, ich schicke es dir mal nach unserer Aufnahme. Ich finde das so witzig. Egal, also auf jeden Fall, Asmongold kriegt einen kompletten Ausraster wegen Bots, also ja, das war schon echt, da haben sie, glaube ich, so einen Sitzstreik daraufhin gemacht, so irgendwie. Und das hat er dann wirklich auf Twitter breitgetreten, von wegen Blizzard kann ja wohl nicht wahr sein, wir sitzen jetzt hier und streiken, wir bleiben jetzt eine Stunde lang einfach sitzen, zusammen mit seinen ganzen Dudes da vom Stream, und dann haben dann lauter Leute auf Twitter auf anderen Servern halt auch gesagt, ey, guck mal hier, bei uns ist das Hager oder gleichen Stelle auch so, dass da 30.000 Bots rumlaufen. So, und ich denke, dadurch wird halt so viel Gold generiert, was eigentlich nicht da wäre. Und das ist das Problem, denke ich, was viele mit Bots bzw. Multiboxern haben, was ich auch irgendwo verstehen kann, dass du halt ja eine Inflation reinbringst. Ich meine, du hast BWLer teilweise bei Blizzard sitzen, die sowas halt checken. Es geht immer darum, natürlich auch neue Spiele zu generieren, damit das Spiel weiterleben kann. Ja. Und du hast haben wir ja schon festgestellt, das Durchschnittsalter des WoW-Spielers ist jetzt halt nicht 12, sondern bestimmt Ende 20 bis Anfang 30. Ja, auf jeden Fall, ja, deutlich höher. Ja. Und es liegt daran, dass das Spiel sich zwar immer wieder, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es machen würde, aber immer wieder die größte Mühe gibt es, einsteigerfreundliche zu machen, aber genau sowas, was willst du machen? Aber so ist es doch auch in New World und auch in Final Fantasy, ich weiß nicht, du hängst halt hinterher ohne Ende und das demotiviert und überhaupt da groß sich mit zu beschäftigen, wenn du sowieso da und da und da niemals rankommen wirst. Okay, ich werde auch niemals Goldmaker sein, also
dafür fehlt mir einfach der Hintergrund und auch irgendwo die Zeit. Aber ich denke, also Multiboxen, ich verstehe halt nicht, warum Bots jetzt sind jetzt verboten. Klar, bumm, wurden auch schon immer gebannt, wenn es mal gesehen wurde. Ja, wurde leider nicht so oft gesehen. Ist halt so. Aber mit den Multiboxern, warum ist das erlaubt? Wie kommt man auf die Zahl 5? Entweder erlaubst es oder erlaubst es halt nicht. Es war eine Zeit lang wirklich, ich glaube, fast schon unbegrenzt erlaubt. Da gab es auch dann Blueposts im Prinzip, die dann benutzt wurden, um, wenn zum Beispiel ein Multiboxer gebannt wurde, der hat dann halt ein Ticket geschrieben, im Prinzip mit einem Screenshot von dem Bluepost, von irgendeinem offiziellen, und der hat halt gesagt, ja, solange ihr einmal geklickt habt, ist es okay, sozusagen, ne? Wenn du sozusagen auf die Blume fliegst und dann Rechtsklick machst, so. Ja. Solange das passiert, ist das okay. Und das ist dann auch unbegrenzt, glaube ich auch und so. Es ist ein schwieriges Thema. Ich bin selbst nicht so krass im Multiboxing drin, aber wo du gerade das Botting vor allem angesprochen hast, ich glaube, das ist halt auch ein großes Problem. Weil viele Leute halt mit Multiboxing halt direkt Botting assoziieren und das schlägt dann halt dann auch auf die restlichen Goldmaker über und da ist halt direkt ein Ruf weg. Und wenn du... Das hast ja schon bei mir gesehen. So, ich habe halt direkt, wo ich halt gesagt habe, ich sniper so das Item für wenig Gold weg, habe ich versucht, mich direkt zu rechtfertigen. Weil das wird ja so ein bisschen als Goldmecke eingebrannt, dass halt direkt... darf sich nicht darüber freuen. Also die Leute dürfen sich halt über ihre Mounts freuen und ihre Pets freuen und alles Coole. Und dann sagst du mal so, ey, ich habe ein paar hunderttausend Gold gemacht, weil ich das und das gemacht habe. Und dann, vor allem jetzt wieder Callback zu YouTube, hast dann die Kommentare voll von wegen, ja, wegen dir geht das Spiel, die Wirtschaft kaputt und bla 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 und so. Ey, echt jetzt? Ja, so im Prinzip, mich juckt's nicht, weil dann in dem Moment hoffe ich dann, dass ich dem das Item weggesnipert habe. Aber du denkst dir halt warum so... Warum machst du denn das Spiel kaputt? Es ist erstmal ein Spiel, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber da geht mir mal ganz kurz hier der Shatner-Tauren-Hals auf Glatteis. Mm. Das war eine ganz komische egal. du machst das Spiel kaputt mit Gold. Es ist ein Spiel, du kannst es dir erspielen, alles, was du willst, okay? Naja. Und wenn ihr ins Auktionshaus geht, ja, und eure BOEs da kaufen wollt, weil ihr einfach keinen Bock mehr habt, Raids zu spielen und eure Waffe einfach zu verdienen, dann lasst doch den sein Spiel spielen und ihr raidet, keine Ahnung, du kannst auch sagen, oh, du hast zwar viele Mounts, aber ich hau dich im PvP trotzdem um. Jeder andere spielt doch gar kein PvP. No. Das ist doch ein komplett anderes Spiel, das ist doch der Sinn dahinter. Also, oh nee, Mann, ach Gott. Ich hab's besonders nie verstanden, weil ich habe damals vor allem auch meinen YouTube-Channel und so eigentlich aus den Beweggründen gegründet, so. Ich wollte im Prinzip nur so viel Gold verdienen, dass ich als armer Student mir easy Raiden finanzieren kann und vielleicht auch die WoW Game Time finanzieren kann und sowas. Und ich habe damals so nach Guides geguckt, was gibt's da so für andere Goldmaker, und die waren halt alle kacke. So außer halt eine Handvoll, die halt richtig cool waren, aber der Rest, und dachte ich mir, okay, das kann ich besser. Hab dann die Guides gemacht, um halt Leuten wie mir zu zeigen, ey, ihr könnt auf casual Art und Weise Gold machen. So, und so mache ich bis heute mein Gold, und dann, du spielst wirklich das Auktionshaus nur so ganz entspannt, du farmst ganz entspannt, und trotzdem, wenn man einen Guide zum Beispiel darüber macht, wie ein Farmspot funktioniert, hast du halt 3-4 Kommentare drunter, wo die Leute sich drüber aufregen, ja, du machst den Marktpreis kaputt, du machst das Auktionshaus kaputt, warum hast du so viel Gold, bla bla bla, ey, unglaublich. Ja, verstehe, was du meinst. Ich würde sagen, wir bleiben noch einen kleinen Augenblick in der Goldmaker-Szene, weil jetzt hast du in diesem Podcast die Möglichkeit, einfach mal exklusive Tipps zu geben. Denn die nächste Frage lautet, wie sieht's denn aus bei Dragonflight? Hast du einen Goldtipp? Boah, okay. Es gibt grundsätzliche Regeln bei sowas. Wenn ihr zum Beispiel eine Expansion released, ich empfehle euch für die ersten, weiß nicht, 2-3 Wochen, vielleicht sogar fast für den ersten Monat, Sammelberufe. Es ist so ein... komplett meine Zeit. Ich liebe Farmen. Wirklich. Es ist... Man macht, wenn du wirklich aktiv die Solo, die Farmberufe reingrindest, dann verdienst du so viel Gold teilweise, dass du dir die komplette Spielzeit von einer Expansion finanzieren kannst.
es ist nicht übertrieben. Da könnt ihr diverseste Goldmaker fragen. Wenn man richtig, gut, so wie man halt im zeitlichen Rahmen sich bewegt, wenn man da richtig reingrindet, kann man vor allem am Anfang mit den neuen Materialien so viel Gold machen, das ist unvorstellbar. Ja, das machst du nie wieder im Verlauf der Expansion. Ich meine, ganz ehrlich, du hast ja, das ist ja eigentlich wie, du hast einen Markt an einem Produkt bzw. einer Ressource, die ja garantiert nachgefragt wird. Das gibt es ja im realen Leben gar nicht. Ne? Ja. Das ist so wie, du gehst jetzt mal zum Mars und sammelst da Steinchen, aber du weißt halt, dass es verkauft wird. Ja, genau. Und das je mehr ist, du findest, umso mehr. Ja, also, okay. Ja. Das ist, als würde man jetzt auf der Erde plötzlich Gold 2.0 finden. Natürlich wäre das halt direkt super teuer und alle würden das haben wollen und sowas. Und so ist das halt mit den Materialien. So, weißt du? Die Leute wollen halt ihre Berufe skillen. Die Leute wollen, vor allem die Berufe skillen und dann vor allem mit den Herstellungsberufen die Items herstellen, die dann vielleicht einzeln halt mehr wert sind. Und die brauchen natürlich die Mets. Und vor allem massig Metz, ganz am Anfang, weil das alle haben wollen. Und dann verkaufst du deine Materialien innerhalb von Minuten, das kommt dazu. Ihr werdet nie am Anfang einer Expansion lange auf euren Materialien sitzen. Und das zu unglaublichen Preisen. Also. Ja, eben, weil ich meine, in Dragonflight hast du ja sowieso jetzt nicht nur die Berufe, sondern auch noch Berufe-Spezialisierungen ohne Ende. Oh, das kommt dazu, ja. Na, da hast du natürlich noch die Berufe, Boys, und dieses Kobel und diese Gilden, die du da bilden kannst. Ich habe leider vergessen, wie das heißt, dass du da ja tatsächlich Aufträge für das und das Item geben kannst und Leute sich bei dir melden, von wegen, komm, ich mach dir das und das Teil dafür. Ja, genau. Und ich denke, da wird. Oh, was denkst du, ist jetzt keine offizielle Frage, aber was denkst du, was wird das mit dem Auktionshaus was machen? Beziehungsweise generell mit dem Trade, dass jetzt Leute für bestimmte herzustellende Stücke Anfragen stellen und das nicht mehr im Auktionshaus stattfindet? Tatsächlich. Das sind ja Trades, die es vorher nicht gab, verstehst du? Aber jetzt gibt's die. Und Scheiß, und vor allem, dass diese Arbeitsaufträge, die man sozusagen erstellen kann oder anbieten kann, weißt du, was das Witzige dabei ist? Dafür gibt's eine Funktion im Auktionshaus jetzt. Du kannst im Auktionshaus im Prinzip, also es ist wie, du hast ja auf der linken Seite so die Tabs, Rüstung, Waffen, bla bla bla, genau. WoW-Token irgendwo unten. Und da kommt jetzt einfach ein Tab dazu mit diesen Arbeitsaufträgen oder wie auch immer die sich jetzt schimpfen. So, ne? Und da kannst du im Prinzip dann das anbieten. Okay. Es ist halt eine super interessante Thematik, weil das ist halt eine Sache, die es halt vorher noch nie gab. Und ich weiß, ich könnte halt bisschen predikten, vielleicht, wie es sich verhalten wird. Also, wenn du dir zum Beispiel anschaust, wie damals neue Berufe implementiert wurden, ne? Zum Beispiel, bestes Beispiel, das aktuellste Beispiel jetzt vielleicht von TBC Classic, ne, zu WOTLK, kam Inschriftenkunde dazu. Und wie es sich halt verhalten hat, war, dass du hast am Anfang dadurch, wo es halt neu war, das ist so ein bisschen jetzt auch wie mit den Materialien, wo es neu war, hast du viel Gold direkt damit gemacht und dann hat sich das irgendwann eingependelt. Und ich glaube, das wird auch mit den Arbeitsaufträgen so sein. Am Anfang werden die Leute das nutzen wollen, es wird neu sein, die Leute sind interessiert an sowas, die wollen es ausprobieren. Viele Arbeitsaufträge werden dann über den Tisch gehen im Prinzip, die Goldbeträge werden vielleicht höher sein für sowas und dann wird sich irgendwann abflachen, einpendeln. So. Okay. Aber also bei Dragonflight hast du jetzt noch nichts, hast du diese Comic-Dollar-Zeichen schon im Auge mal gehabt? So, also irgendwie mal was vielleicht gelesen, gesehen hast, wo du sagst, Also was jetzt, wo man wirklich Dollarzeichen in den Augen bekommt, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob es das auch wieder in Dragonflight geben wird, die Schmuckstücke, die man sich im Dunkelmond-Jahrmarkt kaufen kann, von den Dingern, die Inschriftenkundler herstellen. Das sagt dir vielleicht auch was, diese Dunkelmond-Schmuckstücke. Ja. Bisher jede Expansion, wo die rauskamen, waren die am Anfang so viel wert, das ist unvorstellbar viel Gold gewesen. Und die gehen auch wie warme Semmel weg, so. Und wenn es das gleiche in Dragonflight gibt, dann würden da bei mir die Dollarzeichen in den Augen aufkommen. Also waren das diese Karten? Ja, genau, diese Werten? Kartensets, ja, diese Schmuckstücke. Ja. So. Die hatte ich am Anfang von Shadowlands auch, da hatte ich noch gar keine Ahnung. Ja, okay, klar. Und am Anfang einer Expansion, wirklich, das ist unter Goldmakern, ist das ein im Prinzip
weiß ich nicht, das ist so der nächste Step von einer Expansion für Goldmaker. Weil du farmst die ganze Zeit Rohmaterialien, bis der erste Dunkelmond-Jahrmarkt kommt, wo man sich halt das Schmuckstück kaufen kann mit dem Kartenset. Und da beginnt im Prinzip der neue Abschnitt für Goldmaker, weil da lohnt sich dann wieder Herstellungsberufe und vor allem Inschriftenkunde. Und es sind halt Dimensionen, wenn ich es jetzt so sage, die können sich viele Leute nicht vorstellen, aber du verdienst Millionen an Gold nur mit den blöden Kartensets am Anfang. Also es ist crazy. Krass, und wie kriegt man die? Ich habe die bisher nur gekauft. Im Prinzip, ich sag mal so, ich habe einen, der das für mich herstellt, sagen wir mal so. Ich liefere dem im Prinzip die ganze Zeit nur die Kräuter. Und so wie ich das halt verstanden habe, du stellst halt die ganzen Karten her und es geht, glaube ich, von Ass bis 8 oder irgendwie sowas. Sorry, und aber der mag hier einfach so, ich habe da jemanden, der war Kreuzer. Das ist auf ein richtiges Straßengeschäft hier. Ja, du hast halt, man hat halt immer irgendwen. So, wenn man das halt ein paar Jahre macht. Kein Wunder, bist du ja gehatet. Nee, aber wenn du, gut, ich habe auch eine Twink-Armee mit 1000 Berufen, aber du hast halt auch immer Leute, die du so über die Jahre von Goldmaking triffst, die sind auch mal so ein bisschen krasser, die können jetzt zu anderen Uhrzeiten Sachen herstellen und sowas oder reinstellen vor allem auch und so wie ich es halt verstanden habe, ich weiß halt nicht, ob das jetzt auch zu Dragonflight immer noch so ist, kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber du hast halt im Prinzip Karten von Ass bis 8 hergestellt, ne? Also Ass 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die waren dann irgendwie des Sturms oder, also Ass des Sturms, 2 des Sturms, whatever. Und die konntest du dann im Prinzip so per Rechtsklick zusammenfassen und hat dann so ein Kartenset. Und das war dieses Quest-Item, was du halt dann beim Dunkelmond-Jahrmarkt abgeben konntest und dann hast du ein Trinket bekommen. Ich weiß allerdings nicht, ob das aktuell so ist. Weißt du? Ich kenne das halt vor allem jetzt wieder aus WOTLK und sowas. Da funktioniert das halt noch so. Ich weiß halt nicht genau, ob das jetzt noch zu Dragonflight so ist und Shadowlands bin ich mir auch nicht mehr ganz so sicher, weil die haben halt so krass immer an den Berufen rumgeschraubt, die ändern ja ständig was. Teilweise nicht nur von Expansion zu Expansion, jetzt in Dragonflight natürlich besonders krass, manchmal machen die es aber auch schon von Patch 9.1 zu 9.2, weißt du? Plötzlich funktioniert dein Beruf komplett anders. Bestes Beispiel, die ändern... Okay, muss ich auch wieder ausholen. Man hat manche Berufe wie Schmiedekunst oder so, mit der du krasses Transmog herstellen kannst. Und normalerweise haben diese Items Einschränkungen. Bestimmte Levelstufe, Rüstungsklasse, whatever. Und manchmal von Patch zu Patch ändert Blizzard das einfach komplett. Und dann verändert sich auch der Markt komplett, weißt du, von Preisen und so weiter und wie was verkauft wird. Und das sind immer heavy Einschnitte und sowas. Und sowas passiert natürlich dann auch mit Inschriftenkunde und den Kartensets. Aber... Oh nee, ey, jetzt fällt mir gerade was ein. Da habe ich am meisten Gold. Ach du Scheiß, habe ich da Gold rausgepfeffert. Hau raus. Ich habe... Es war diesen Februar oder März. Da habe ich einfach gedacht, naja, spielst du mal einen Twink hoch. Ah ja, so ein Todesritter, machst du den mal zum Schmied. Und Schmied legendäre, also es ist ja so fucking teuer gewesen, Schmied hoch zu ziehen, wenn du selber nicht farmst. Mhm. Und ich habe einfach noch, ich habe wirklich auf so Dreiviertelstrecke aufgehört, das zu machen, weil es einfach zu teuer wurde. Und jetzt steht dieser Schmied da und hat nichts generiert. Und Zeltas, Ich habe locker 1,5 Mille reingesteckt. Alter Schäden. Ganz, 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 ganz locker. Och, ja. Gott, ey. Also, nee, das war komplett versenkt. Ja, nee, das war's. Das war einfach nur, boah, da mache ich Legendary aus. Viel zu spät, weißt du? Viel zu spät. Hier, Addon schon fast ein bisschen raus, aber nee, jetzt fange ich damit Schmied an. Was heißt viel zu spät, ne? Aber trotzdem so, ja, dann farm halt, ey. Dann, oh, nee. Das ist, sowas tut dann weh, glaube ich. Ja, das tut wirklich weh. Jetzt am Ende der Expansions habe ich jetzt das restliche Gold oder fast, ich habe vielleicht noch 130.000 oder sowas, alles für Erdbarstücke rausgeschmissen, weil ich halt ja jetzt die letzten 4 Monate gelevelt habe. Ich meine, immerhin, es hat jetzt dadurch mehr Spaß gemacht und was weiß ich was, ne? So ist ja nicht verloren und du kannst es ja immer und immer wieder verwenden für die, hier, solange du halt WoW spielst, um Himmels Willen. Weiß nicht, rausgeschmissen, aber halt auch wieder auf einen Schlag so 400.000 einfach peng weg, ne? Also. Kann ich voll verstehen. Ja. Sorry fürs Unterbrechen, aber das ist mir jetzt gerade wie die Schuppen vor den Augen so. Ich revidiere meine Aussage mit den Shadestones. Das war vielleicht 100.000 versemmelt. Das war ein locker eine Bälle weg. Das ist sowas, tut dann besonders weh. Vor allem jetzt so in Shadowlands, wo das mit den Legendaries halt so.
wenn du halt irgendwie noch weiter Gold machen wolltest mit den aktuellen Sachen, dann musst du halt Legendaries craften. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das dann, wenn du kurz davor bist und einfach keine Lust mehr hast, oder keine Lust ist halt so doof ausgedrückt, ne? Aber manchmal kannst du einfach nicht mehr, da hast du einfach keinen Bock mehr. Nee, du, ich hätte es mir nicht ausgemalt, wie teuer das wird, dass du jedes einzelne Stück da 8-9 Mal upgraden musst. Boah, hilf, nee. Das tut weh. Da geht viel Gold flöten. Na. Ja, man lernt draus, was soll's. Ja, deswegen, weil fürs nächste Mal weißt du Bescheid. Richtig. Ich nehme den Moment mal für eine Überleitung, wenn du nichts dagegen hast. Oder ich hab dich unterbrochen, willst du das noch zu Ende führen? Nein, alles gut. Ich war soweit fertig. Okay. Alles klar. Letzte Goldmaker-Frage, beziehungsweise vielleicht ein bisschen kritischeres Thema, auch für mich in dem Fall. Wie stehst du zur Coin? Zu was, sorry? Zur WoW-Coin. Achso, WoW-Token, okay. Token, ja, also ich habe zu Coin habe ich geschrieben, das heißt Token, richtig. Es ist super schwierig, da scheiden sich wirklich die Geister, alter Schwede. Ich persönlich... Deswegen bist du auch bei mir im Podcast und da würde jeder anders antworten, ist halt so. Es kommt halt immer so ein bisschen auf die Lebenslage an, weil ich sag mal so... Ey, das ist halt so witzig, wie oft ich heute den Callback dazu machen kann, dass ich ein armer Student war, als ich nicht viel Kohlen hatte. So, da war das WoW-Token einfach die Rettung. Weil man hat halt Zeit, um zum Beispiel zu zocken oder sowas, ne? Hat halt Spaß gemacht auch, vor allem Goldmaking macht ja auch Spaß, das ist ja ein netter Zeitvertreib. Und dann wirst du damit dann auch belohnt, dass du das Gold investieren kannst in Game-Time. Und das ist halt crazy eigentlich. Und das habe ich mega gefeiert damals. Heutzutage, ich weiß nicht, ist es schwierig, weil es ist, WoW hat sich um die WoW-Marke auch rum verändert. Du kannst jetzt mit Gold mehr machen als früher. Du kannst ganze Spielelemente hebeln, weil du dir über die WoW-Marke viel Gold kaufen kannst. Ne? Das geht ja, du kannst ja nicht nur für Gold WoW-Marke kaufen und Game-Time haben, sondern es geht ja auch andersrum. Du kannst in Zwanni investieren und eine WoW-Marke ins Auktionshaus stellen und die wird dann für einen aktuellen Goldpreis gekauft. So. Und die Leute fangen halt jetzt an, sich mit der WoW-Marke so viel Gold ranzuscheffeln, dass die sich einfach komplette Raid-Runs kaufen. Wie fast jede ID. Die kaufen Pushes, alles. Genau. Und das hat dann wieder so einen Rattenschwanz zur Folge. Das ist. Der Chat ist voller. Wir bieten M+15 für so und so viel an. Wir bieten ein Clearrun, aktueller Raid, whatever, für 200.000 Gold an, bla bla bla. Und dann wird das voll gespammt. Überall ist Werbung. Im Dungeon Browser war die Werbung so schlimm, dass Blizzard über komplett Shadowlands versucht hat, das irgendwie einzudämmen. Mittlerweile, wenn du im Dungeon Browser, also in diesem Gruppensuchtool, ne, da anbietest, deine Runs da anbietest, dann kannst du dafür mindestens gemutet werden, wenn nicht sogar kriegst du eine Verwarnung oder einen Bann. Weil das so ein Problem wurde. Das ist da einfach verboten. Du darfst da keine Cell Runs mehr anbieten. Und ein WoW-Token, um zurückzukommen, unterstützt sowas halt. Weil so viel Gold einfach in der Wirtschaft, Anführungszeichen Wirtschaft, ist. Und bis heute weiß niemand, ob es wirklich nur die WoW-Tokens gibt, die durch den Tauschhandel von Spieler zu Spieler entstehen. Manche vermuten, dass Blizzard extra WoW-Tokens produziert und damit auch Gold produziert. Um halt die Leute entweder anzustiften, das halt für Gold zu kaufen oder halt für Echtgeld zu kaufen, so, weißt du? Und es ist so... Richtiger World of Warcraft-Schwurbel hier. Ja, ohne Scheiß, ey, das ist halt Aluhut-Modus des Jahrtausends auf jeden Fall. Aber das Problem ist halt, Blizzard schafft ja auch das Gerücht nicht aus der Welt, weil die da kein hier habt ihr die Stats-Post machen, so, weißt du? Und vor allem bei Goldmaker weiß jeder, da geht, dreht sich's um Zahlen. Wir würden die blöden Zahlen auseinandernehmen. Wir würden uns für alle aufopfern. Weißt du? Auf jeden Fall. Sowas gibt's halt nicht. So, manche versuchen das halt irgendwie aus der API abzulesen. Das ist so
boah, API ist so ein bisschen so die Daten, die Blizzard zur Verfügung stellt an den Spieler, die können so rausgelesen werden und sowas. Es gibt verschiedenste Informationen. Da gibt es dann zum Beispiel so Seiten, die dann, es gibt Seiten im Internet, wo du im Auktionshaus nachschauen kannst, im Prinzip, was da gerade angeboten wird und sowas. Das sind diese API-Daten und die veröffentlicht Blizzard teilweise. Und damit könnte man zum Beispiel auch einfach belegen, wir produzieren gar keine künstlichen WoW-Tokens. Es ist alles wirklich so wie es wird kein künstliches Gold produziert, whatever. Ja. Aber haben wir nicht. Und da weißt du nicht. Ja, genau. Und das macht das Problem halt mit dem WoW-Token. Es ist so ein bisschen, es ist da, es hat super viele Folgen, aber irgendwie wissen wir nicht genau, ob das auch alles so geregelt ist und was auch immer. Und das macht es halt dann auch für mich schwierig zu sagen, ich find's gut oder ich find's schlecht, weißt du? Ja, also ich verstehe schon, Mark Hildmann, alles okay. Genau. Oh Gott, nein, ey. Glaub mir, ey, ich hatte schon so Schwurbler hatte ich schon in meinen Kommentaren. Bitte Leute, ich mein's nur gut mit euch. Ach, ich überlege mir ja auch immer einen lustigen Folgentitel, also jetzt in diesem Stand habe ich jetzt heute vor ein paar Stunden den ersten Podcast freigegeben für die Öffentlichkeit. Der heißt World of Warcraft ist ein VW-Käfer. So ein guter Titel. Also auf jeden Fall das nächste, also das heute wird irgendwas mit Schwurbel oder Aluhut sein, freue ich mich schon drauf. Oh nein! Das wird einfach nur so, ja, was? Aber das sind, so back to topic, so das sind halt einfach so die Themen, mit denen ich halt rumschlägst, wenn du so ein bisschen mehr ins Detail gehst und beim Goldmaking. Und dann das WoW-Token ist halt das beste Beispiel dafür, wo man nicht genau weiß, wofür steht es, was hat das für Folgen. Und ja, ist schwierig. Und ein anderes Ding mit dem WoW-Token, es gab dann ja die Befürchtung, dass sie das ja auch für Classic bringen wollen. Und ich weiß noch, zumindest in der Goldmaker-Community, manche haben es geliebt und manche haben es gehasst. Also da waren auch wirklich so, die Foren haben im Prinzip gebrannt, was das anging. Es war sehr, sehr entertained. Also. Ja, also mit der Coin. Ich weiß nicht, also ich hatte auch schon mit ein, zwei anderen das Gespräch darüber. Es gibt welche, die stört das gar nicht, beziehungsweise finden das sogar gut, dass Leute, die einfach keine Zeit haben, trotzdem am Endgame-Content relativ unmittelbar teilnehmen können, um sich eben Gear zu kaufen. Ne? Hier ziehe ich mal durch Dungeons durch, ich gebe dir Gold, habe ich mir gekauft und dadurch bekomme ich Gear und kann dann bei dem und dem Raid dabei sein und das erleben. So, okay. Das kann ich irgendwo nachvollziehen, beziehungsweise es gibt einfach auch Leute, die möchten das M-Plus-Mount und sind halt einfach nicht gut genug. Es tut mir leid, Freunde, ne? M-Plus-15 schafft halt nicht jeder. Ist halt so. Und ich auch nicht. Also ich habe es nie wirklich probiert, weil ich den Zauber von Keystone Mastering nicht verstanden habe, weil es für mich einfach nicht cool ist, einen Dungeon 50.000 Mal zu laufen und das Einzige, was mich jetzt antreibt, ist, es noch schwerer zu machen. Also im Raiding finde ich, war es für mich halt cool mit den wirklich 25 Leuten, die dann irgendwann dastehen und man wirklich auch lange dafür gebraucht hat. Aber weiß ich, verstehst du, die Motivation hatte ich einfach beim Dungeon-Laufen nicht so. Ja. Also ich gucke mir jetzt da hier die Packs an und gucke mir die Route und wann ich mein Stun-Totem stelle und so. Nee, ist mir einfach, kommt diese Affixe noch dazu, weißt du, so. Weiß nicht, nee, also irgendwie jeder spielt M+, und ich sage dir, also das, so, da mache ich, vielleicht, ich habe ja voll meine Community gelobt, ich habe bis auf ein, zwei Ausnahmen wirklich kaum Kritik bekommen, vielleicht ändert sich das genau jetzt. Ich behaupte nämlich, dass eine sehr große M+-Gemeinschaft da ist, beziehungsweise welche, die viel M+ spielen, und ich glaube, das ist, weil es relativ einfach damit ist, Gear zu kriegen. Dass das einer der Hauptgründe ist. Es tut mir leid. Die Vault ist dann voll mit irgendwelchen krassen Scheiß. Und das wäre nur des GS gemessen, des Gear Scores gemessen, bei Raids und bei PvP sehr viel schwerer. Also, okay, meinst du dann so Gear, was halt auf einem Niveau mit dem Gear Score ist, von dem, was du aus der Vault oder so dann lootest? Und so. Okay. Exakt, genau. Also, du hast also zwei. Was war es, glaube ich, bei Mythic, bei 9.05 war es, glaube ich, 2.23 oder 24, irgendwie sowas. Dafür müsstest du mythisch raiden, okay? Mhm. Das bekommst du aber auch bei einer M+14er oder 15er
Dungeons. So, Freunde, einen Boss auf mythisch zu legen, das kann man nicht gleichsetzen, wie eine M plus 14 zu laufen. Sorry, also das ist absolut meine Meinung gewesen. Also da habe ich auch schon ein bisschen was zu hören bekommen, von wegen, also das nicht in den Kommentaren, aber von anderen, von wegen, ja, das ist ja ein ganz anderer Sport. So, nee, sorry, echt nicht. Also ich kann es nur sagen, dass du halt immer den, du hast NP, du guck mal, du hast, ich bin komplett von der Spur abgekommen, aber das mache ich jetzt noch kurz fertig, Moment. Hau raus. Du hast, erstmal hast du PvP, finde ich am schwersten, ganz einfach, weil du spielst halt nicht gegen Computer und jeder macht was anderes. Du siehst zwar die Klasse und du weißt ungefähr, was die kann, gegen was du spielst, aber trotzdem reagiert ja jeder komplett anders. Für mich ist es was Selbstverständliches, dass ein PvP eigentlich immer, auch in jedem Spiel, schwerer ist. Und vor allem, je höher du kommst. Wenn du bei Dungeons hast du immer den gleichen Ablauf. Affixe sind anders, ganz klar. Du hast andere Klassen dabei in der Gruppe und dann sind neue Möglichkeiten und andere Möglichkeiten ergeben sich dann einfach nicht, weil das und das nicht dabei ist. Aber du machst ja trotzdem das Gleiche mit den Affixen. Beim Raid, also meinetwegen nimmst du mal mythisch Raiden, wo es bei 25 Leuten reicht, wenn einer verscheißt und ihr wiped, nur einer. Ja. Und das ist das ist für mich so das, was ich jetzt mal so als einer der Hauptgründe nehme, weswegen ich zum Beispiel mythisch Raiden halt teilweise dumm schwer finde, weil du bist halt, sorry, also so gefühlt bist du an 85% der Wipes halt selbst gar nicht schuld. Ja, das ist ja auch lange Zeit ein Problem gewesen. Da haben sich ja viele Leute drüber beschwert, diese einer muss nur verkacken und plötzlich wipen alle. Und das hatte ich, war das am Anfang von Shadowlands bei Castle Netheria, wo das jeder Boss so eine Mechanik hatte? Ich glaube, das war da, wo die Diskussion losgetreten wurde. Weil da war es auch in HC so. Und normalerweise in HC, da kannst du selbst die größten Dummdödel mitschleppen. Sterben die halt, kein Problem, legst den Boss halt trotzdem irgendwann. Aber also Castle Netheria, HC war schwer. Also das, ich habe es natürlich nicht so viel Vergleich wie andere, weil ich jetzt noch nicht so viel Endgame-Content gespielt habe, aber ich glaube, Asmund Gold damals war auch so von wegen bei Sludge Fist, gerade Sludge Fist, das war so ein Filter. Ja. Den Schaden, sorry Freunde, erster Raid, neue Erweiterung. Und dann hast du diesen DPS-Boss da einfach stehen. Mhm. Und es hat wirklich jeder wirklich, wirklich lang gebraucht, um den auf HC klein zu kriegen. Weil da war es halt auch, mach wirklich mit den Ketten und so weiter, es mussten zwei, drei sterben, und es war vorbei. Du hast den Schaden nicht gekriegt. Und es war der erste Raid auf HC, nicht mythisch, ne? Also, boom. So, okay, wir gehen mal wieder back, sonst tatsächlich nicht noch mehr. Was ich damit sagen wollte eigentlich, ich habe ein Problem mit der Coin, mit dem Token. Ganz einfach, wenn du das in Spielzeit, sprich also dein Gold bleibt in irgendeiner Art und Weise im Spiel, finde ich das was anderes. Aber wenn ich alleine schon so rein von meiner Einstellung her, wir spielen eine Runde Monopoly und ich verkack halt da drin und dann lege ich einen Zehner hin und sage der Bank, gib mir mal so und so viel Spielgeld, finde ich das erstens ein bisschen komisch. Zweitens hatte ich zum Beispiel im Raid auch damals Leute, ich war Raid-Lead, Leute, die sich mit einer Curve eingeschlichen haben und sich dann praktisch während des Runs die Mechaniken haben erklären lassen, wo ich mir schon dachte, okay, die Curve ist gekauft. Schön, dass du es sagst, vielen Dank. Ne? Und klar gibt es immer, das ist jetzt nicht so wirklich der Fehler vom System, sondern eher der Fehler von den Leuten, klar. Aber ich frage mich auch an der Stelle, jetzt gerade, was du vorhin angesprochen hattest, ist das jetzt wirklich ein Fehler von der Coin oder ist es ein Fehler von den Spielern selbst? Weil ich glaube, da habe ich mal mit Chromie.de auch eine Auseinandersetzung gehabt, weil das Ding ist halt, wenn du am Endgame-Content teilnehmen möchtest, meinetwegen, und du hast die Zeit nicht. Gut, ich möchte gleich M plus 15 laufen. So, dafür brauche ich eine Rio. Du hast nichts außer ein Rangsystem im PvP und deine Rio im M plus, okay? Mhm. Und deine Curve. Die Curve ist ein Scheißdreck wert. Kannst du jederzeit kaufen. Ne? Mhm. Das heißt also, manche erspielen sich das und so. Ist ja auch egal. Ich glaube, Meinungen waren ja, okay, aber beeinflusst dich das denn? In dem Fall schon, wenn ich dann plötzlich eine Rio von anstatt 1823 haben muss, damit Leute mich mitnehmen und ernst nehmen. Ja.
Verstehst du, was ich meine? Weil du wirst nicht jeden Tag und jeden Abend eine vollständige Gruppe haben. Du musst teilweise mit anderen zusammenarbeiten. Das ist auch genau das, was ich an World of Warcraft Classic sehr viel besser finde als normal die Zusammenarbeit, dass du Leute ansprechen musst, weil es einfach diese Tools nicht gibt. Mhm. Das fand ich früher einfach sehr, sehr, sehr viel besser. Aber jetzt geht's nur noch darum, GS, Rio, fertig. So, und also ich behaupte, dass dann dadurch einfach das alles komplett verschoben wird und einfach auch individuelle Erfolge einfach verschwimmen. Klar, ich stelle mich jetzt nicht mit irgendeinem Mount in Orgrimmar und erwarte jetzt, dass mich jeder anschreibt und sagt, boah, bist du ein krasser Typ. Aber stell dir doch mal vor, du erwirbst ein Original-Kunstwerk von Monet. Mhm. Und dafür hast du jetzt 100.000, meinetwegen richtig lang gearbeitet. Nimm mal keinen Betrag, du hast jetzt meinetwegen wirklich 4 Jahre dafür gearbeitet. Und jetzt hast du's. So, und plötzlich gibt es Kopien davon. Es gibt jetzt Kopien davon und jeder Dritte hat jetzt dieses Ding bei sich zu Hause. Dein Bild ist immer noch da und es ist immer noch schön. Und du kannst für dich sagen, ich hab's mir verdient. Bin ich jetzt verrückt, dass ich trotzdem sage, es würde mich ein Stück weit nerven? Nein. Ich, ganz ehrlich, ich sehe es eigentlich fast genauso wie du. Weil ohne Scheiß, da hatte ich schon echt auch eine Diskussion mit anderen. So von wegen, ja, nee, ich meine, das hat ja, aus welchen Gründen hast du dir das denn gefahren? Ja, Alter, wegen Prestige. Prestige ist doch alles, was dir bleibt. Deswegen fahren Leute Transmog, deswegen machen sie doch Mounts, weil nur irgendwelche Erfolge brauchst du dich herausstechen lassen. Früher gab es nur hässliche Flugmounts und Alas Asche. Du warst der Badass Motherfucker. Deswegen wollte den jeder. Naja. Dass man das dann so verwerflich findet, dass man wegen Prestige anfängt, da die Coin nicht mehr so toll, also den Token nicht mehr so toll zu finden. Aber ja. Es ist schwierig, weil ja, es entwertet einfach super viel. So, das ist, und ich fand das Beispiel eigentlich ganz gut, wo du gesagt hast, ja, ihr habt einen eingeladen, der die Curve hatte, aber dann offensichtlich die Curve gekauft hatte. So. Ja, richtig. Und es halt aber halt nicht. Ja, eben. Und dadurch also werde ich bei den nächsten die Curve haben, sie vielleicht halt sich verdient haben, dann noch mehr nachfragen. Ja. Der erstmal ein Proberun und was weiß ich was. Und erstmal, wie willst du es sonst machen? Ne? Genau. Also, ich möchte doch einfach nur diesen Boss legen und das musst du halt zu 20 machen. Das meine ich halt mit generelle Vorbereitung, Nachbereitung von Raids und so weiter. Eine M-Plus-Gruppe ist ein bisschen schneller zusammengestellt, Freunde, ist halt so. Das gehört halt auch dazu, aber bumm, ist jetzt auch egal. Ich habe keinen Keystone-Master, deswegen bin ich auch in der Materie nicht so drin wie im Raiding. Das ist auch nochmal so ein Ding, aber ich habe mir auch keine Mühe gegeben, bin ich auch ehrlich. Seltas, ja. Es macht super Spaß, mit dir zu sprechen, aber ich habe noch ein, zwei Fragen und wir müssen die Kurve kriegen. Alles klar. Wir machen mal eine kleine freche Frage. Oh. Welches der folgenden Addons ist am besten und warum? Oh oh. Warlords of Draenor, Battle for Azeroth, Shadowlands. Weißt du, dass diese Frage für mich tatsächlich einfach zu beantworten ist? Dachte ich mir. Warlords, es ist Warlords of Draenor. Sag ich auch. Okay, warum? So, das ist witzig, weil da kommen wir nämlich auf Goldmaking zurück. diese Expansion hatte ja die Garnison. Und die Expansion hat ja auch das WoW-Token, glaube ich, eingeführt und ich glaube in einem späteren Patch auch eingeführt, dass man Game-Time dafür bekommen kann. Und du musstest im Prinzip bei der Garnison gar nicht viel machen. Du hast dich einfach eingeloggt, bist ein bisschen rumgelaufen. Es gab Goldmissionen, es gab Free Mats und sowas, die du verkaufen konntest im Auktionshaus. Und das ist das erste Mal gewesen, dass ich richtig viel Kohle gemacht habe. Und Warlords of Draenor war PvE-mäßig. Vielleicht echt kacke, super wenig Patches nur. Die Raids waren zwar geil, aber es gab nur super wenige. Du hattest sonst nichts zu tun in der Welt. Aber das Goldmaking, das war geil. Also, ich ja, hatte... Das hat, ein Kumpel von mir hat das auch gemacht. Er hat auch Garnison einfach komplett tot gespielt und dann halt auch angefangen mit Auktionshaus. Er hat auch gemeint, hat er richtig viel verdient, in dem Addon, ja. Das war auch wirklich, das war die Expansion, wo ich das erste Mal mir so eine Twink-Armee aufgebaut hatte. Ich weiß nicht, was das Server-Maximum damals war. Ich glaube, 10 Chars oder so. Wie viel darfst du auf einem Server haben? Ich glaube auch 10, ja. Genau, hatte ich alle auf Max-Level und ich habe auf allen täglich die Garnison gemacht.
Ja, ey, sowas habe ich halt, das habe ich halt im Befehl zwischen Shadowlands mit dreien gemacht, aber auch da, weißt du, morgens aufgestanden, neben einer Freundin aufgewacht und dann erstmal Handy an und die Dudes losgeschickt, ey, wie ein Spaß, aber es hat sich halt gelohnt. Das war geil und vor allem das Beste war, bei meiner damaligen Freundin habe ich mich dann auch auf die Chars eingeloggt und habe da die Garnison dann auch gemacht, also, ich habe da ein bisschen so das System gedribbelt, aber naja. War mega geil und im Vergleich. System getrippelt, ey. Bist du so ein Schwester-Ever-Hörer oder was? Ja, ich komme von den Streets. Nee. Auf jeden Fall, ey. Jetzt mal, er hat ja auch seine Dudes, denen er die Kreuzer zuschiebt für Informationen, Freunde. Ja, genau. FFM schnelles Geld in der freien Marktwirtschaft, sage ich dazu. Und Straß. Straßengeld in Booty Bay. Das ist ein guter Folgentitel, das wird's. Straßengeld in Booty Bay, das finde ich sehr gut. Von den Straßen von Booty Bay. Es ist, und so ist mir Warlords of Draenor halt in Erinnerung geblieben, dass der PvE-Content teilweise ziemlich schwach war, aber Goldmaking-mäßig war das echt eines meiner Lieblings-Expansions. Und deswegen ist sie mir eigentlich im Verhältnis recht positiv in Erinnerung geblieben. Und vor allem, wenn ich jetzt so daran denke, an BFA und Shadowlands, es ist schon, also die Expansions haben mich besonders getroffen, im negativen Sinne tatsächlich, weil ich war sonst immer einer, ich habe immer versucht, von mir aus wenigstens die Curve zu schaffen in Time. Also immer den Endboss mit meiner Gilde im besten Fall, den Endboss zu killen, bevor der genervt wird oder nächste Patch kommt, whatever. BFA war dann die erste Expansion, wo ich dann wirklich, ich habe angefangen mit Cataclysm und habe dann im Prinzip durchgezogen bis BFA. Ja. Und in BFA war dann wirklich die erste Expansion, wo ich dann nach dem ersten Tier gesagt habe, ich habe keine Lust mehr. So. Ohne Scheiß. Ja, so ging es vielen, glaube ich, bei BFA. Ich hab das Addon nicht wirklich gespielt, aber... Kann ich auch nicht empfehlen. Also bin ich totally... Das Ding ist eben, du gehst in BFA rein und was überschüttet dich? Zwischensequenzen. Zwischensequenz, Zwischensequenz, Ladescreen, Zwischensequenz. Und ich sag dir, dieses Szenario, zuerst in Sturmwind, dann weg, dann Schiff, dann... Also ich fand das Ganze so unbefriedigend in Bezug dessen, dass man da ja gerade aus WoW Classic kam. Ne? Man hatte WoW Classic war ja damals schon draußen, oder täusche ich mich? Ich weiß es nicht mehr genau. Ist das nicht in dem ganzen Zuge entstanden, dass BFA so kacke war und die Leute dann... alle auf Nostarius gehüpft sind? War das nicht so? Warte mal, 2017, wann kam es raus? Ich google gerade, nicht der Datum, Erstveröffentlichung 14. August 18 und dann World of Warcraft Classic, wann kam das? Da bin ich jetzt mal... Müsste 19, glaube ich, gewesen sein. 19, richtig. Nee, ja. Es gab BFA. Richtig. Nee, dann ist es falsch. Dann kam Classic danach. Nee, aber es ist stimmt schon soweit. Also BFA war halt so kacke, dass halt so viele Leute auf die Classic-Server gesprungen sind. Also da hast du zumindest teilweise richtig in Erinnerung gehabt. Und deswegen, also dieses Dino-Troll-Thema bei den Sandalari hat mich zwar schon abgeholt, aber irgendwie, wie gesagt, das war... Es war von der Spiele, von allein vom Spiel und vom Leveln her einfach nicht das, was ich wollte. Es war mir viel zu viel Talke und da unterbrechen und was weiß ich was. Freunde, ich möchte keinen Film gucken. Und wenn ich die Questtexte nicht lesen möchte, dann lese ich sie nicht. Und wenn ich sie lesen möchte, da brauche ich nicht irgendeinen, in sehr vielen Fällen zweitklassigen Synchronsprecher, der mir das eher ins Mikrofon reinspricht. Also, schwierig, ja. Ich finde das mega schwierig. Da gibt es so schon... halt auch wieder da, wo sie die Geister spalten mit den Synchronsprechern. Ich spiele es halt grundlegend auf Englisch und gut mit deutschen Titel, dass man sich mit Deutschen auch über Fähigkeiten und so weiter austauschen kann, weil irgendwie kriegt das keiner hin, sich mal konstant darauf zu einigen, ob man jetzt sagt Corruption oder Verderbnis zum Beispiel oder was weiß ich was beim Hexer. Aber ich finde, also bei mir ist es auch Warlords of Draenor. Ich habe die schon wieder unterbrochen. Okay, ich kann das Thema BFA auch ganz schön abschließen, weil BFA,
Also einerseits natürlich auch die ganzen Systeme mit der Azerite Armor, Rüstung. War schrecklich. Also das System, dass die das überhaupt implementiert haben, obwohl die auf der Beta schon gesagt haben, dass es kacke ist. Whatever, sei mal dahingestellt. Die Sache, die ich auch Blizzard bis heute übel nehme und was ich denen nie verzeihen werde, außer die werden das wieder zurückmachen. Die haben zu BFA okay, da muss ich vielleicht auch nochmal. Es geht auch wieder um Goldmaking tatsächlich, aber dieses Mal ist es sogar wirklich auch für ein Casual sehr interessant, weil früher war es ein Goldmaking-Weg, der wirklich legit war, wo du dir über Wochen pro ID immer richtig viel Gold verdienen konntest, war, dass du alte Raids abgefarmt hast und die Epics aus den Raids verkauft hast für Rohgold. Das konntest du mit jedem Charmander, also wirklich mit, da bist du Cataclysm gelaufen, die MOP-Raids gelaufen und sowas und hast die Epics abgefarmt und hast sie dann beim Händler verkauft für Rohgold. Und über mehrere IDs, über mehrere WoW-Charts hast du dir meistens zumindest so eine halbe WoW-Marke verdient. Und zu BFA haben die diesen Goldwert, den du bekommen hast, um irgendwie, ich glaube, 80% reduziert. Das ist nicht einfach... Krass. Genau, es hat sich einfach nicht mehr gelohnt, diese Raids zu machen. Und das nehme ich denen so übel, weil ich habe diese Goldmaking-Methode wirklich geliebt. Ich bin so gerne durch die ganzen Mob-Raids gelaufen, weißt du, Siege of Orgrimmar, Zucker. So, weißt du, hab das gemacht, so, und dann die ganzen Pets, die noch zusätzlich gedroppt sind. Du hast halt dir teilweise wirklich eine goldene Nase verdient mit ganz einfachen Möglichkeiten und Blizzard hat es einfach nicht interessiert, dass die halbe Goldmaking-Community das nicht gemocht hat, was sie getan haben. Und sie haben es trotzdem gemacht, sie haben es zu Tode genervt und das ist das, weswegen ich BFA bis heute... Also ich verzeihe das Blizzard nicht und ich verzeihe es BFA nicht. Ja. Und deswegen mag ich die Expansion gar nicht. kann ich nachvollziehen. Ich muss sagen, BFA hatte gerade in der Vor-Marketing-Zeit war, ich denke, auch einfach super, super stark. Ich meine, du hast dann halt Werbespots gehabt mit von wegen, ah, guck mal hier, der hat auch einen Horde-Rucksack an, neben dem setze ich mich, obwohl der unsympathisch aussieht. Stimmt, ja, die Werbung, ja, die kann ich mich erinnern. Der Trailer mit Sylvanas schreit vor The Horde, es war schon ein richtig, richtig starker Trailer, das muss man sagen. Ja. Es gibt für mich persönlich genau einen einzigen, der krasser ist. Und das ist der von Worlds of Draenor. Der war geil. Das stimmt. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, wenn Grommash Höllschrei halt schreibt, we will never be slaves. Es war... Wo der durch die Flammen springt. Und, Gänsehaut. Moment, das ist richtig. Und vor allem, du hast halt nach MOP mit sowas nicht gerechnet. Kein Mensch hat gedacht, dass sowas jetzt kommt und dann springt die Kamera auf dieses halb errichtete Portal und dann so, nee. Das war crazy, ja. Das stimmt. Das war, und dann noch diese Musik dazu und ja, du bist halt Hortler. Bist du Hortler eigentlich? Bist du Ali oder Hortler? Oder beides? Retail bin ich Hortler, Classic bin ich Ali. Also. Okay. Alles klar. Nee, nur mal so zwischengefragt. Und BFA war auch mit den Comic-Trailern, mit The Warbringers sehr, sehr stark. Warlords of Draenor genauso wie mit hier Gul'dan-Trailer den Trailer von den ganzen Warlords. Was ich sagen möchte, beide Expansions waren eben sehr geprägt von Marketing, was einfach super, super Bock auf dieses Add-on gemacht hat. Bei Warlords of Draenor kam halt irgendwann... Es wurde sehr viel sich versprochen und auch teilweise versprochen, was einfach nicht passiert ist. Das heißt also, die Enttäuschung war sehr, sehr groß und bei BFA war es ähnlich, schätze ich. Bei Shadowlands habe ich den Eröffnungspatch wirklich sehr, sehr gefeiert. Ich fand es cool. Also es hat das Leveln und der, wie gesagt, 9.0, 9.05. Aber für mich persönlich hat es einfach super schnell abgenommen. Ja. Und gerade, und das, also ich finde es ja gut, jetzt gerade im Pre-Patch, macht es so Spaß mit den Talentbäumen, seine Klasse wieder neu zu entdecken und sagen, danke, kein Torghast mehr. Ich spiele auch nichts mehr von Shadowlands, weil ich absolut keinen Bock mehr habe, dieses ewige... Ich bin gestern mit einem Kumpel in Discord, haben wir darüber gesprochen, zwar, was habe ich jetzt hier alles? Sündenfragmente, Seelenasche, Seelenglut, was für ein Flux, was...
Ey, wie viele fucking Scheißsachen musste ich jetzt farmen in den letzten 2 Jahren, um irgendwie mitspielen zu können? Es geht jetzt nicht um Ruf, es geht jetzt nicht darum, dass ich einen Mount will. Nein, es geht darum, dass ich mitspielen darf, ja? Und das, Freunde, da bin ich ja heilfroh. Da bin ich hyped auf Dragonfly, dass es jetzt einfach mal ein bisschen bodenständiger wird. Beziehungsweise, vielleicht jetzt ist tatsächlich die Folge wird ausgestrahlt in der Eröffnungswoche. Wir schauen jetzt mal. So, Marc, wir kommen zur letzten Frage. Ja. Wir kommen zur letzten Frage. Das finde ich eine schöne Abschlussfrage, auch für sozusagen das Pilot-Event Shatner Talk. Denn du bist jetzt erstmal mein letzter Gast vorerst. Wir schauen, ob sich das entwickelt. Meine lieben Zuschauer, ihr dürft natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch es gefällt und wer euch so einfällt. Ich habe noch die ein oder anderen im Kopf, die ich mal gerne anfragen würde. Aber wir schauen mal. Wir kommen zunächst erstmal zur letzten Frage und das ist von einem Zuschauer. Oh. Einem Zuschauer, der das für eine gute Frage hielt. Ich denke, das ist eine schöne Abschlussfrage von hervorragend. Wird World of Warcraft ewig leben? Boah. Oder was denkst du, wie lange es das Spiel, also ich denke persönlich, das Franchise wird es länger geben als das Spiel. Mhm. Aber was denkst du, hast du so eine grobe Prognose oder denkst du, also sowas ähnliches habe ich glaube ich, habe ich nicht. Doch, Chromie habe ich was ähnliches gefragt, was er in seiner letzten Stunde im Serverschluss tun muss, aber der Typ ist halt Fan seit Stunde 1, der sagt halt, das wird nie aufhören, nie. Solange er lebt, nicht aufhören. Also, das ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass Retail-WoW, also das normale WoW, wo es immer die neuesten Expansions gibt, ich glaube tatsächlich, dass das irgendwann aufhören wird. Aber ich glaube, WoW an sich wird dann in sowas wie Classic Plus weiterleben. Weißt du, was ich meine? Wenn es vielleicht ein Begriff ist, RuneScape. Ja. So, und da gibt es ja auch im Prinzip zwei Versionen von. Es gibt einmal ein aktuelles RuneScape, was also Retail ist, wo es ab und zu immer wieder neue Expansions gibt und so weiter. Aber es gibt auch Oldschool RuneScape. Und das ist im Prinzip eine Art RuneScape von damals, was so den Geist von damals mitträgt, auch in den neuen Sachen, die kommen und sowas, weißt du? Jetzt nicht nur unbedingt wirklich auf die Grafik bezogen, sondern auch so, wie neuer Content vermittelt wird. Einfach, es ist sehr, sehr an alte MMOs angelehnt. Und ich glaube tatsächlich, dass sowas dann auch auf jetzt 20 Jahre oder so gesehen bei WoW der Fall sein wird. Ich glaube, irgendwann wird sich Retail, ich kann mir nicht vorstellen, dass Retail irgendwann komplett sagt, okay, die Server sind zu, sondern ich glaube, das wird dann eher länger brauchen, bis eine neue Expansion kommt, es wird weniger Server geben, weniger Spieler geben und ich glaube aber so die Legacy von WoW wird dann in sowas weiterleben wie ein Classic Plus, also dass ein WoW existiert, so im Geiste von Classic, TBC, WoTK, was aber dann dass es halt im Prinzip einfach so wie der Content damals konstruiert wurde, dass dafür neuer Content gemacht wird und zum Beispiel, dass dann, was ich noch gelesen habe, ist, dass die, es ist ja tatsächlich eine Frage, wie es nach WoTLK weitergeht jetzt. Und da kommt ja, nämlich, die Frage gab es auch schon. Genau, und da gibt es tatsächlich auch von Blizzard eine offizielle Antwort, dass die jetzt gucken, wie die Community reagieren würde, entweder auf ein Classic Cataclysm oder auf ein Classic Plus. Das heißt, weil viele anscheinend, also laut meinem Gast Darakai hatte ich letztens zu Gast, falls er dir was sagt. Ja. Und der meinte, also für ihn und für viele seiner Community wäre Classic nach WoTK vorbei. Genau. Und es ist, also ich mochte Cataclysm zwar ziemlich, aber ich kann halt verstehen, warum das schon nicht mehr so diesen Classic Spirit hat. Also, weißt du? Ja, und ich glaube halt, dass dieses Langfristige wirklich, wo man sagen wird, okay, gut, in 20 Jahren schaue ich nochmal bei WoW vorbei, in Anführungszeichen, wird dann eher sowas sein wie so ein Classic Plus, weil das so ein All-Time-Favorite ist. Die Leute hassen ja Classic nicht, sondern die mögen es mindestens. Und
ich kann mir halt vorstellen, dass es in die Richtung geht. Ob es ein WoW 2.0 jemals geben wird, das weiß ich nicht. Vor allem jetzt im Hinblick darauf, dass vielleicht irgendwann mal ein LOL-MMO kommt, was halt ein richtig krasser Konkurrent zu WoW wird. Aber ich glaube halt deswegen, dass Retail vielleicht nicht so krass überleben wird, wie wir es alle denken, aber so ein Classic Plus wird schon die Legacy von WoW weitertragen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin da ähnlicher Meinung. Ich denke, World of Warcraft Retail in der Art und Weise kann nicht ewig leben. Das, also es ist wirklich beachtlich und ich glaube, ich weiß nicht. Es gibt schon Franchises, die sehr lange existiert haben und irgendwie noch präsent waren. Aber ich meine, wir haben ja noch Shadowlands, das meistgekaufteste PC-Spiel aller Zeiten. Also das heißt, es gibt halt eine Community, okay? Nicht nur Community, sondern ein Kult, der dahinter steht, ne? Wie Chromi so gut gesagt hat. Und deswegen... Mich auch nicht falsch verstehen, so, weißt du? Fall. Ich meine ja auch nicht, dass WoW irgendwie stirbt oder sowas. Keine Frage. Ich glaube, Game, hallo, das ist schon seit 18 Jahren tot eigentlich. Genau, das ist eigentlich, seitdem es released wurde, war es schon tot. So, aber ich kann so mir halt ungefähr, nicht... wenn du krank bist und Symptome googelst, dann bist du eigentlich auch meistens seit 2005 schon tot eigentlich. Habe ich eine Erkältung oder Lepra? Ja, genau. Ach, du stirbst in 3 Tagen. Okay. Super schwierig, glaube ich, für Retail, das Rad immer wieder neu zu erfinden. Und diesen Druck hat ein Classic Plus einfach nicht. Weißt du? Weil du brauchst bei einem Old School RuneScape zum Beispiel, brauchst du keine krassen neuen Mechanics und krasse neue whatever, deine Rüstung muss so und so jetzt neu sein und Funktionen haben und Effekte, bla, gibt's alles nicht. Und sowas müsste ein Classic auch nicht haben. Aber ein Retail... Das haben wir jetzt, das beste Beispiel ist, wenn es von Legion of BFA auf Shadowlands ging. Wenn da das Rad nicht richtig neu erfunden wird, dann hast du plötzlich 4 Jahre, 2 Expansions hintereinander, ein WoW, wo 3/4 oder die Hälfte der Community wegbricht. Das ist das Problem. So. Das ist es eben. Wenn du musst dich wirklich an der Stelle neu erfinden. Und ich glaube, jetzt, just in diesem Moment... fällt mir da was zu ein, nämlich ich habe ja auch schon über die Fragen nachgedacht, ganz klar, aber das ist tatsächlich was, du hast Videospiele, die gibt's seit Home-Consoles so 70er, 80er rum, die ersten, mit Atari, mit NES, keine Ahnung was. Mhm. Und das Ding ist jetzt eben, dass die Spieler, die mit Warcraft aufgewachsen sind, also wir reden jetzt von Warcraft 1, ja, oder die ersten WoW-Spieler, scheißegal, wir sind alle, wie wir schon vor einer Zeit festgestellt haben, über alt. 30, teilweise 50 oder 60. Ja? Ja. Ich hatte damals in meiner Ausbildung Berufsschullehrer, der hat sogar früher noch WoW gespielt, ja. Und der war auch schon, keine Ahnung, Mitte 50. Und ich komme aus der Gastronomie beruflich, kann ich ja sagen. Und es gibt sehr viele traditionelle Häuser, die jetzt unheimlich damit zu kämpfen haben, dass sie ihr Charme daraus aus ihrer Geschichte hegt, nämlich dass sehr viele berühmte Leute wie die Queen oder irgendwas mal bei denen zu Gast waren und sie daraus ihre Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich, ne, die haben keine Werbespots geredet oder irgendwas, sondern in der Zeitung stand einmal, ey, da war die Queen und die fand's lecker. So. Mhm. Und diejenigen, die halt die Queen, Gorbatschow oder Kohl toll fanden, die sterben jetzt weg. Okay, das heißt also, Retail, WoW, wird das auch irgendwann ereilen, dass ein großer Block an Leuten nicht mehr spielen kann, weil sie nicht mehr da sind. Ja, stimmt, ey. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und jetzt musst du irgendwie schauen, dass dieses Franchise jetzt nicht, weil wir kennen unsere durchschnittlichen Zahlen von Zuschauern, Leute, ihr seid im Durchschnitt halt 35, das ist so, die meisten. Und was machst du da, um neue Leute zu generieren? Weil das ist das, was World of Warcraft bisher noch nicht geschafft hat. Ja. Das schaffst du zumindest nicht, indem du weiterhin diesen normalen Retail-Zyklus fährst, alle 2 Jahre neue Erweiterung und dann wieder alles neu und verstehst du, was ich meine? Ja. Weil jetzt nehmen wir lore-technisch die ganze Kosmologie auseinander. Das wird jetzt für einen Einsteiger auch richtig, richtig toll, wenn er dann in Seraph Ordos rumläuft. Ne? Also, deswegen, ich glaube, World of Warcraft Retail in der Art und Weise kann nicht ewig leben, aber wenn man es in irgendeiner Weise schafft, und das wird jetzt natürlich auch spannend mit den nächsten Jahren,
ob auch die Gaming-Industrie an sich versteht, wie zum Beispiel auch Nintendo. Guck mal, guck dir Nintendo an, ne? Nichts Tiefgründiges zu Mario, Zelda oder was weiß ich was, sondern an sich einfach immer neuer Titel. Die Titel hängen nicht miteinander zusammen und wir haben früher Super Mario mit 6-7 Jahren gespielt und inzwischen spielen immer noch, ja, neue 6-7-Jährige das. Ja, weil es eine Zielgruppe hat. So, ja. Wo ist die Zielgruppe bei World of Warcraft? Das ist schwierig. Und das eben, weil es einfach extrem divers ist. Und das riecht, also ich denke, World of Warcraft Retail nicht ewig, Warcraft per se, wenn sie es richtig machen, eine ganze Weile noch. Ich glaube auch, ich will jetzt auch kein zu großes neues Fass aufmachen, aber es ist zum Beispiel, wo du gesagt hast, so, wie kriegen die neue Generation, so. Du musst es halt immer vergleichen mit den Games, die auch gerade so aktuell raus sind. So ein Fortnite, ein LOL oder sowas. Und wie machen die das? Und weißt du, was das Ding ist? Die sind kostenlos. Du kriegst du kriegst halt keinen 12-Jährigen jetzt mehr an die Angelschnur, wenn du sagst, ey, wie wär's, wenn du unser Game für 70 Euro oder 80 Euro mittlerweile kaufst und jeden Monat nochmal 15 Euro bezahlst? Wie wär's? Hast du Lust? So, dann wird natürlich jeder sagen, ja, ganz sicher nicht. Ich zock Fortnite, whatever. Und ja, richtig. Ich glaube, so die Möglichkeit, womit die halt wirklich jetzt Leute neue catchen könnten, wäre halt jetzt vor allem die Möglichkeit, dass, falls die von Microsoft übernommen werden, dass die vielleicht das mit WoW mit in den Xbox Game Pass rutscht. Dass du sagst, du bezahlst, was halt die neue, junge Generation anspricht. Die haben alle halt ein blödes Game Pass-Abo. Und wenn du dann sagst, ey, zock WoW, ja, komm mal, guck mal vorbei. Da kriegst du plötzlich auch dann die ganzen Teenager und so ab, die natürlich dann auch irgendwann ein bisschen älter, ein bisschen vernünftiger werden und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Kohle haben für einen In-Game-Shop vielleicht, Fragezeichen. Aber so kriegst du die halt ab. So veraltern wir jetzt gerade nur einfach. Das ist ja, ich glaube, da hat sich irgendwie komischerweise die gesamte Community, zumindest mal an Berichterstattern, einschließlich dir, ich glaube, alle mal der gleichen Meinung gewesen, so von wegen, ja gut, ach, da war so eine depressive Phase bei Shadowlands, so, ja, schlimmer kann es nicht werden, wenn Microsoft das jetzt kauft. Das hat jeder gesagt. Ja, das ist wahr. Also schlimmer kann es ja nicht werden, so, boah, Freunde, ihr zockt's doch alle noch, was ist denn los? Aber da war richtig Feierabend. Und als dann 9.1 kam, so, ja, haha, Jailer ist Thanos, er kam und die Hälfte der Playerbase ist weg. Ist aber wirklich so gewesen, ey. Also, muss man den Aktiencharter anschauen. Das ist so hardcore nach unten gescheppert. Ich hab's ja an meinem Server gesehen. Ich spiele auf Thrall und das ist eigentlich einer der aktivsten deutschen Server. Mit der aktivsten deutschen Server. Und natürlich gibt's Layering und sowas, aber trotzdem. Ich sehe es dann so an der Anzahl von Auktionen und so im Auktionshaus. Das hat sich halt einfach teilweise halbiert. Oder plötzlich nur noch ein Drittel von dem, was es früher gab. Da weißt du halt ganz genau, was da gerade passiert. So. Das war keine schöne Zeit. Marc, wir rappen das jetzt ab. Verdammt nochmal. Das war die mit Abstand längste Folge. Oh. Aber auch wirklich eine sehr, sehr tolle Folge. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir auch. Ich fand es super hier. Toll. Wunderbar. Meine lieben Freunde, wenn ihr, also ich mache dir jetzt mal ein bisschen Druck für neue Videos, nur dass du es weißt. Wenn ihr news-technisch und Goldmaker-technisch, was auch immer, auf dem Laufenden bleiben möchtet, folgt doch mal dem lieben Marc bei Zeltas Gaming. Bitte, bitte, bitte auf YouTube und bitte ordentlich Stress machen bei ihm, dass er mal ein bisschen fleißiger YouTube-Videos macht. Dass er auch mal wieder motiviert ist, hier sich mal hier von seinem Goldmecker-Thron zu bewegen. Ja, ich glaube tatsächlich auch zu Dragonflight wird es schon bis zum Release auf jeden Fall schon was passiert sein. Aber trotzdem, vielen Dank. Ja, gerne doch. Also, Freunde, das war die vierte Folge und bisher, wie gesagt, die letzte Podcast-Folge von Shatner Talk. Sagt mir in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Wen wollt ihr sehen? Das ist jetzt kein offizielles Ende, aber zumindest mal das Ende einer Aufnahmereihe, sagen wir es so. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die da waren, an Scrawl, an Darakai und natürlich an chromi.de. Und ich habe euch alle ganz doll lieb. Lieber Marc, vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit mit der neuen Erweiterung Dragonflight, die hoffentlich besser läuft als die letzten.
Bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war's dann mit dem vorerst letzten Podcast auf diesem Kanal. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch das Format gefallen hat und wenn ja, welchen Gast ihr denn gerne als nächstes sehen möchtet. Auch nochmal vielen Dank an Mark aka Seltas Gaming fürs Mitmachen. Zu guter Letzt nochmal einen herzlichen Gruß an alle meine Kanalmitglieder. Vielen Dank für euren Support. Und ein besonderer Dank natürlich an die Goldmitglieder. Mzor94 und King Sinnlos. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.